Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch nochmal Kopfhörer vorstellen, aber fürs Handy oder Tablet. Ich habe da eine Anfrage bekommen, eigentlich wegen anderen Kopfhörern, aber mir sind die ins Auge gestoßen. Und ich wollte eigentlich Kopfhörer ja so nicht mehr machen, weil mir die In-Ears nerven mit dem Bubbel da drinne und so. Selbst eine Marke, wenn ihr mich beobachtet habt, wo ich zufrieden bin, alle anderen, die ich bis jetzt getestet habe, okay, ja, bis, oh, Druck im Ohr. Aber da konnte ich nicht nee sagen. Und da habe ich gesagt, ja, die würde ich gerne testen. Das sind die R3. Ich werde doch Kamera gleich umbauen von oben, dass ihr mehr seht. Tada. Obwohl, wir können ja so lassen. Da ist ja nicht viel zu sehen. So. Das sind die R3 und die sind wie normale Kopfhörer. So wie ihr die vom AirPod kennt oder vom alten Gameboy oder vom Walkman oder so wie früher war. Ohne diese In-Ear-Kacke, die du dir ins Ohr polkst, wo du denkst, das Ohr. Boah. Richtig schöne Kopfhörer. Einfach rein. Fertig. Natürlich mit Bewegungssteuerung, mit Tasten und so, dass man halt im Smartphone halt hin und her wechseln kann zwischen den Titeln und den ganzen Schnickschnack. So, nee, doch, ich werd das mal doch, wir werden erstmal von oben machen, damit ihr das besser sehen könnt, dass ihr besser ranzoomen kann. Und dann werden wir nochmal diese Ansicht machen, wenn ich sie teste. Ist, glaube ich, vielleicht ein Stück besser. So, dann bin ich auch wieder zurück. Wir haben mal schnell umgebaut. Zoomen wir mal rein. Ja, jetzt spiegelt noch ein bisschen. Wir brauchen erstmal unser Unboxing-Messer. Eine dicke Folie. Oh Gott. So, und da sind sie. Vorne eine Frau abgebildet, die Kopfhörer drin hat. Hier steht unten in Blau, hätten sie vielleicht in Silber machen sollen, R3. Sound for U-Bahn Sports. Naja, ich nehme sie nicht für Sport, aber okay. Hier sind sie dann abgebildet. Ich glaube, dass das ein S sein soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Superman-Zeichen. Und da sind sie nochmal abgebildet. Packen wir das mal aus. Ja. Moment. Ach ja. Ja, wenn alles schwarz ist. Also da würde ich mir bitte mal wünschen, für die Zukunft, vielleicht mal an alle gerichtet, an der Stelle, wo man aufmacht. Vielleicht einen kleinen roten Punkt, einen silbernen Punkt oder hier öffnen oder so. Wenn das eng zusammen ist, du siehst nicht, wo hier was aufgemacht werden soll. Machen wir die Karte. Ist ja wohl clean. Ist wirklich für Sport, für unterwegs. So, dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Geschrieben, da muss ich mir dann noch mal mein Heft holen. So, ein kleiner USB-C-Kabel ist mit bei, also wirklich nur ein kleines, das man halt anstöpseln kann, in Wandadapterin und ja, ohne dass es großartig rumbaumelt. Vielleicht haben wir auch noch Strom drauf. Hoffe ich ja. Können wir das erstmal wieder wegpacken.
sehr matt. Ah, hier ist ein grünes Licht. Also scheint noch Strom drauf zu sein. Hier unten ist der USB-C-Anschluss an der Unterseite. Jetzt nehme ich mal einfach einen raus. So. Ich werde mal versuchen, noch ein bisschen ran zu zoomen. Ja, mehr kann ich nicht. Ich müsste dann halt jetzt so ein bisschen hochhalten, dass ihr das seht. Ja, das sind sie. Hier seht ihr praktisch die Unterseite. Und hier gerade. Kein Nupsel oder so, dass man. Ah, und hier seht ihr dann auch nochmal. Also richtig, so richtig, richtig oldschool Kopfhörer. Mit hier unten Silber. Ich denke mal, das sind die Kontakte dann zum Laden. Ach, hier ist doch noch, in dem Grauen ist ja noch ein silbernes S drin. Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Und genauso ist halt praktisch der andere auch. Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Das ist so wunderbar, dass solche Kopfhörer noch gemacht werden. Und nicht nur dieser In-Ear-Dreck. Obwohl man die auch als In-Ear bezeichnet. Weil wenn man sie sich ja ins Ohr macht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. In-Ear meine ich mit dem Nupsel hier, wo man sich dann drin macht ins Ohr und wo man nie den richtigen Gummiball hat für seine Ohrgröße und man immer im Ohr wehtut. So. Und jetzt wollen wir die mal mit unserem Handy verbinden. Aber das machen wir im nächsten Video. Ich würde sagen, es gab ja schon lange kein Unboxing-Video. Das ist das Passende, dass wir mal wieder ein Unboxing und ein Hardware-Video getrennt machen können. Weil ich muss sowieso noch mal am PC-Tisch meine Brille holen, würde ich sagen. Und dann können wir den Test machen. Schön. Schön, 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 schön. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Hoppala. Sagt euer Odin.